So, guten Morgen. Hallo, hallo. Jetzt geht's los mit unserem Filterteil. Money Creation Crashkurs. Guten Morgen. Hallo, hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, bei uns schneit's. Richtig schön, sieht aus wie Winterwunderland. Und hi zusammen. Ich hoffe, die Technik funktioniert jetzt hier mit meinem Livestream und gleichzeitig auch noch auf YouTube. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier sagte mir, der Livestream wird gestartet. Hi, hi. So, das Thema heute. Keine Ahnung, ob das jetzt hier steht, es wird gestartet, ob das jetzt wirklich läuft auf YouTube. Ich hoffe es einfach mal. So, ihr Lieben. Das liebe Geld regiert die Welt. Und warum regiert es die Welt? Weil wir die Welt regieren. Wir regieren die Welt und Geld ist eine ganz natürliche Ressource, die uns beim Regieren hilft. Wir sind hier als göttliche Wesen und ich tue das nochmal schnell definieren. Das irritiert mich jetzt hier, dass ich nicht weiß, ob dieser Livestream läuft auf YouTube. Ganz kleinen Moment. Ich komme nachher, bleibt unbedingt da. Ich komme nachher gleich zu einer Übung, die ganz, ganz wichtig ist. Denn ihr kennt es aus ganz verschiedenen Teachings. Es geht darum, dass wir so leben, als wäre das, was wir uns wünschen, jetzt schon unsere Realität. Und das nehmen wir über unsere fünf Sinne wahr. Unsere fünf Sinne, wir fühlen die Dinge, wir sehen die Dinge, wir hören die Dinge, wir riechen, wir schmecken. Also es geht wirklich darum, dass wir uns in diese Situation hereinversetzen, dass wir schon Geld haben, dass wir das Geld, das wir uns wünschen, jetzt schon haben, dass wir es fühlen können, dass wir quasi einen Realitätsshift machen und in dieser neuen Realität leben. Und je mehr wir das schaffen, wirklich zu fühlen, wie es ist, wenn ich Geld habe, ohne dass mein Kopf mir die ganze Zeit dagegen redet und mir sagt, du machst dir was vor, das ist so nicht, das stimmt nicht. All diese Geschichten, die unser Verstand uns erzählt, dass wir das nicht machen können, dass wir nicht in der Lage sind, von jetzt auf nachher eine Person zu sein, die das Geld hat, das sie sich wünscht, obwohl es ja noch gar nicht da ist. Es ist absolut 100% entscheidend, dass wir genügend Erlaubnisgeber für unseren Verstand haben, dass er zulässt, dass wir in diese Realität einsteigen, als diese Person mit dieser Identität, die Geld hat. Und gleichzeitig in dieser Realität quasi leben, dass wir also gleichzeitig so denken aus dieser neuen Realität heraus, dass die Gedanken stimmen. Einer, der wirklich Geld hat, einer, der seine Wünsche hat. Wir haben hier das Thema Geld, aber hier geht es um alle Wünsche. Eine Person, die in der Wunschrealität lebt. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel mit 100.000 Euro auf dem Konto. Die denkt anders als eine Person, die
nicht in dieser Wunschrealität lebt. So, wie denkt diese Person mit 100.000 Euro auf dem Konto? Die denkt, dass sie sich alles leisten kann, was sie sich möchte. Diese Person denkt bestenfalls, ich habe jetzt 100.000 Euro auf dem Konto, ich gehe davon aus, dass ich immer mehr und mehr Geld habe. Diese Person denkt, wie kann ich dieses Geld vermehren? Denkt diese Person. Was kann ich mit diesem Geld anfangen? Was kann ich mit diesem Geld Gutes tun? Und das ist so wichtig, dass du dir klar bist und dass du dir immer, immer klarer wirst, wenn diese Realität, die du dir wünschst, jetzt eingetreten ist, was denkst du? Und das musst du dir aufschreiben. Diese Beispiele, die gehen ja noch weiter und es ist wichtig, dass du es dir aufschreibst mit deinen Worten. Und dass es aus dir herauskommt, dass du dir wirklich vorstellst, dass diese Gedanken in deinem Kopf dominant sind, weil du ja schon die Person bist, die 100.000 Euro auf ihrem Konto hat. Und du spürst es, je mehr und mehr du in diese Realität hineinwächst, desto mehr wird diese neue Wunschrealität reeller wie die alte Realität, in dem keine 100.000 Euro auf deinem Konto waren. Und diese Klarheit für dich zu kriegen und diese Erlaubnis dir zu geben und nicht zu sagen, hey, du bist voll desillusioniert, was erzählst du dir für einen Blödsinn, bla bla bla, schau doch mal dein Konto an, dass du dir immer wieder sagst, ich bin der göttliche Schöpfer, ich bin hier, um aus Liebe noch mehr Liebe zu erschaffen und Geld ist ein Zeichen der Liebe für mich. Und ich habe die Aufgabe hier als göttliches Wesen, die Liebe zu vermehren und dafür zu sorgen, dass mehr und mehr Liebe entsteht und dass ich mehr und mehr Liebe empfangen kann. Und Liebe ist Geld. Geld steht für Liebe. So, und diese Erlaubnis, die gibst du dir immer wieder und jedes Mal, wenn du in einem Mangeldenken, will ich nicht mal sagen, sondern in eine Mangelrealität anfängst zu leben, wo du dir Sorgen machst, wo du eben denkst wie ein Mensch, der nicht 100.000 Euro auf dem Konto hat, wenn du denkst wie ein Mensch, der nicht immer mehr und mehr Geld auf sein Konto kriegt, dann sagst du, stopp, so ist das nicht. Ich bin Schöpfer und ich habe mir eine Realität für mich erschaffen, in der ich 100.000 Euro auf dem Konto habe. Ich habe mir eine Identität erschaffen, in der ich jemand bin, der mit sehr viel Geld auf dieser Welt unterwegs ist und sehr viel Geld handeln darf. Ich bringe Geld in Umlauf. Zu mir kommt Geld und ich gebe Geld. Und für mich ist Geld ein Synonym für Liebe. Das bin ich. Das ist meine Realität. Diese Realität habe ich mir erschaffen als göttlicher Schöpfer. Dafür bin ich hier. Ich bin hier, um Fülle zu erschaffen. Ich bin hier, um mich daran zu erinnern, dass ich in Fülle lebe. Und das fühlst du. Und jedes Mal, wenn du anfängst, irgendwo dir Sorgen wieder zu machen und zu sagen, oh mein Gott, es kommen die und die Zahlungen auf mich zu, die und die Rechnungen liegen noch da. Und dann gehst du hin und sagst, ich habe 100.000 Euro auf meinem Konto. Es ist kein Problem für mich, meine Rechnungen zu bezahlen. Ich bezahle meine Rechnungen immer. Es ist, Geld kommt rein und geht raus. Ich bin hier und lebe in Fülle. Ein Mensch, der 100.000 Euro auf dem Konto hat, macht sich nicht die Sorge, ob er seine Rechnungen bezahlen kann. Ein Mensch, der es geschafft hat, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben, weiß, dass Geld reinkommt und rauskommt. Und dieser Mensch, der 100.000 Euro auf dem Konto hat, sollte und darf sich weiteres Geld auch weiter kreieren. Diesen Quantensprung zu machen mit deinem ganzen Sein ist nicht wahnsinnig, ist nicht verrückt,
sondern es ist das, wofür wir hier sind. So erschaffen wir. Wenn du die ganze Zeit etwas erschaffst, wenn du weißt, du erschaffst alles, wenn es für dich klar ist, wenn du für dich klar gekommen bist, mit welchem Denken und Fühlen du deine jetzige finanzielle Situation erschafft hast, dann kannst du es rückwärts verändern. Ja, du siehst genau, wie bin ich dorthin gekommen jetzt zu meinem Kontostand. Mit welchem Denken? Was habe ich befürchtet? Wovor habe ich immer Angst gehabt? Wo sind meine dominanten Überzeugungen und Gedanken über mich? Dass ich nicht gut genug bin, dass mein Business nicht gut genug ist, dass meine Kunden mich nicht wollen, dass ich einen Job habe, in dem ich sowieso nicht mehr verdienen kann, dass das Geld sowieso immer noch knapp ist. Du kannst wirklich genau verfolgen, mit welchen Gedanken und Überzeugungen du zu deinem jetzigen Kontostand gekommen bist. Und genau so kannst du diese Gedanken in eine andere Realität transformieren und diese Gedanken verändern. Und unser Universum funktioniert so, egal ob du es aus spiritueller Sicht siehst oder ob du es aus Quantenphysik Sicht siehst. Wir sind das ganze Bewusstsein. Das ganze Bewusstsein entsteht in deiner Vorstellung. Wenn du Dr. Joe Dispenza kennst, wenn du seine Meditationen kennst, wenn du mit ihm in das Void, in die Leere gegangen bist, wo du nichts, wo du niemand und wo du an keinem Ort bist, wo du all deine Vorstellungen ablieferst, abgibst und einfach nur noch bist. Reines Bewusstsein. Wenn du weißt, was das bedeutet, das ist der göttliche Raum. Das ist der Raum, in dem alles ist und es ist der Raum, in dem Fülle ist. Dr. Joe Dispenza, der dehnt sich aus mit dir, der zeigt dir, wie dein Bewusstsein dich ins Unendliche führt. Und in diesem Bewusstsein ist alles da. Und das, was du dir dann dort rausfokussierst, wird sich materialisieren in deiner Welt. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir irgendwo diese Erlaubnis gibst und sagst, ja, ich bin Schöpfer, ich darf alles für mich kreieren, alles. Es ist mein göttliches Recht für mich, das Höchste und das Größte zu kreieren, wenn schon alles möglich ist. Aber ich kann nicht als dieses kleine, mangeldenkende Wesen, von dem ich glaubte, dass ich bin, versuchen, aus diesem ganzen großen Raum des Bewusstseins zu schöpfen. Das ist eines der größten Probleme, dass die Menschen mit der Perspektive, mit der Ansicht über sich selber in eine Meditation reingehen und dort nichts finden, weil dieses Mangelmenschlein doch noch irgendwo im Hinterkopf ist. Du bist zwar in der Meditation und nimmst in diesem Moment, nimmst du an, dass du alles bist, dass du komplettes Bewusstsein bist und lässt dich leiten mit deiner Aufmerksamkeit auf das, was du willst, auf deinen Wunsch. Aber du erlaubst es dir nicht, diese Person zu sein, die diesen Wunsch in die 3D-Welt zurückträgt und hier lebt, weil du dieses Konzept für dich noch nicht hast. Dieses Konzept, wie es ist, hier ein Mensch gewordener, göttlicher Schöpfer zu sein, hier auf Erden zu wandeln. Und dieses Konzept brauchst du, damit du so lange dranbleiben kannst, so lange darauf bestehen kannst, dass das Geld, das irgendwo du dir wünschst und dass du aus dem allen möglichen Raum der allen Möglichkeiten rausholst, dass das für dich ist, dass es schon immer für dich war, dass du schon immer jemand warst, für den dieses Geld da war. Du hast es nur nicht gewusst. Du hast es nicht gewusst, weil du in einem Umfeld, in einer Konditionierung aufgewachsen bist, in dem dieses Bewusstsein für dich nicht klar war und da war. Und das darfst du dir jetzt erschaffen. Du darfst alles sein, was du willst. Und wenn du Geld willst,
ist es unerlässlich, dass du jemand bist, der Geld hat, der Geld bekommt, der Geld liebt, der mit Geld schöne Dinge anstellt für sich und andere, der Geld vermehrt, der Geld als Liebe sieht. Und dieses Konzept für dich zu verankern, und zwar so fest zu verankern, dass du hier bleibst. Dass du hier bleibst, ist diese Person in dieser Realität, wo du wie in unserem Beispiel diese 100.000 Euro auf deinem Konto hast, ist matchentscheidend. Und diese Arbeit zu machen und nicht nur in eine Meditation zu gehen, sondern dieses Selbstkonzept von dir immer wieder zu bestärken, dieses Selbstkonzept zu untermauern mit deinen Gedanken, mit deinen Ansichten, mit deinen Überzeugungen im täglichen Leben, ist super relevant. Und wenn du jetzt mit mir diese Übung machen möchtest, nachdem du angenommen hast und nachdem du jetzt weißt, wer du bist mit Geld, nachdem du jetzt weißt, dass du ein göttliches Wesen bist, das hier ist, um alles Schöne von dieser Welt, auf dieser Welt zu kreieren und zu vermehren. Deine Beziehungen, Luxus in dem Sinne von schönen Dingen, von Leichtigkeit, von Freude, das steht dir zu. Du bist jemand, zu dem alles kommt, weil du jemand bist, der all das hat. Du fühlst dich jetzt als diese wunderbare Person. Als diese Person, die so geliebt ist, bedingungslos geliebt ist auf dieser Welt, dass sie hier ist, um Liebe zu leben, um Liebe zu geben und noch mehr Liebe zu kreieren. Und Liebe ist Geld. Geld und Liebe schließt sich nicht aus. Geld darf Liebe sein. Das ist genauso die Beziehung zu Geld. Wenn du Liebe in dir fühlst, strahlst du Liebe aus. Und wenn du dieses Geld und diese Freiheit, die dir das Geld gibt, ja, wenn du das nicht wegdrückst, weil Geld ja übel ist und weil Geld ja schlecht ist und weil Menschen mit Geld üble Menschen sind, kreierst du für dich eine Identität, wo du ein liebender, göttlicher, perfekter Mensch bist, der mit Geld wunderbare Dinge erschafft und dessen Aufgabe es ist, mehr wunderbare Dinge zu erschaffen und mehr Geld. Und in dieser Identität gehst du heute durch den Tag. Und in dieser Identität kannst du dir jeden Moment, und ich möchte keine große Meditation mit dir machen, sondern ich möchte, dass du jeden Moment in diesen Raum eintrittst, den ganzen Tag entlang, wenn du das Geschirr machst, dass du diese Identität in dir spürst und dass du spürst, wie freudig und glücklich du bist, dass du keine Geldsorgen mehr hast. Im Gegenteil, dass du spürst, wie schön es ist, dass du einfach einem Impuls folgen kannst und nicht sagen musst, das kann ich nicht machen, weil ich kein Geld habe. Ja? Wie zum Beispiel, wie ich den Impuls hatte, diesen Online-Kongress zu machen, Heilung in der neuen Zeit. Und dann einfach sagen kann, wow, ein geiler Impuls, das mache ich, das setze ich um. Ich hole mir zwei Assistentinnen, die mir helfen und ich organisiere das Ganze und ich bringe es in die Welt. Und nicht den Gedanken gehabt, oh, wie soll ich das finanzieren? Oh, das kostet ja ein ganzes Haufen Geld. Oh, was bringt mir das? Oh, und so weiter und so fort. Sondern diesen Impulsen zu folgen, die du hast und darauf zu vertrauen, dass sie dir noch mehr kreieren, dass sie dir noch Schöneres kreieren, dass du es aber nicht wissen musst. Und wenn Geld dich davon abhält, bleibst du eng, bleibst du klein, erlaubst du dir nichts. Und dass du jemand bist, der sich das erlaubt, das darfst du in dein System einspeisen. Vor allem in deinen Kopf, in deine Denkweise. Und von deinem Kopf gibt es ein automatisches Bild. Und dieses Bild gibt ein automatisches Gefühl. Du musst dich also nicht vergewaltigen
und sagen, ich sehe, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht, ich kriege es nicht hin. Konzentriere dich auf die Gedanken, die dir sagen, wer du bist, was du alles sein kannst, was du alles tun kannst, was alles du für Möglichkeiten hast und so weiter und so fort. Und mach das in so vielen Momenten, wie es dir möglich ist. Und checke immer wieder, wer geht zum Einkaufen, wer ist beim Spazieren, wer macht gerade Essen, wer macht gerade die Küche, wer steht vorm Spiegel, wer steht auf. Stell dir immer wieder die Frage und beantworte sie gar klar und deutlich. Wow, ich bin so dankbar und so glücklich, dass ich in dieser Freiheit lebe. Ich bin so dankbar und ich bin so glücklich, dass mir alle Möglichkeiten offen stehen. Ich bin so dankbar und glücklich und erfüllt über mein Sein hier. Das darfst du dir alles erarbeiten, vorbereiten in deinen Worten und es dir immer wieder spiegeln. Und jedes Mal, wenn ein Zweifel aufkommt und dich in deine alte Identität, in deine alte Realität zurückwirft, hast du deine neuen Überzeugungen parat und sagst, wow, nee, stopp, ich bin der Schöpfer meiner Realität, ich bin der Schöpfer meiner Identität, ich bin, das wisst ihr, das ist eine von den stärksten Affirmationen, ich bin eine wunderbare Frau, die in Freiheit und Schönheit sich verwirklicht, bedingungslos. Ich bin wohlhabend. Ich bin reich. Ich kreiere Geld. Ich bin ein Geldkreator. Was auch immer für dich stimmig ist. Und versuche es ohne Bedingungen zu formulieren. Versuche es einfach so zu formulieren, wie es ist. Du brauchst nichts um zu, ja? Du kannst direkt dorthin gehen zu deinem Geld. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich kriege immer mehr und mehr Kunden. Ich habe einen never ending Einkommensstrom aus meinem Business. Aber du musst es nicht von einem Business abhängig machen, sondern du kannst groß und weit formulieren, wer du bist in dieser Fülle und geh wieder rein in diese in dieses unendliche Bewusstsein, dass du wirklich bist und fühle das und weiß einfach, mein Fokus, der Fokus meiner Gedanken kreiert. Es ist aus dem Unendlichen. Ich scheine, du hast, wie, stell dir vor, es ist alles dunkel und deine Augen sind leuchtend. Und wenn deine Augen im Dunkeln etwas beleuchten, dann siehst du dort vielleicht ein Bild, ja? Ein Bild und frage einfach, welches Bild symbolisiert für mich Wohlstand, Reichtum und großen Geldzufluss? Welches Bild symbolisiert es? Und dann fokussierst du dich da drauf. Und das kann heute ein Bild sein, es kann morgen ein anderes Bild sein. Es kann ein Bild sein, wo du siehst, wie du zur Bank gehst oder zum Bankautomat und einfach nur mal kurz 1000 Euro eingibst. Und das ist das Normalste der Welt, dass du 1000 Euro abhebst und nicht nur 100 zum Beispiel. Ja? Mache diese Gedanken, solche Bilder, stell dir vor, dass du jetzt hier im Dunkeln bist, du siehst nichts, du kannst auch deine Augen schließen und plötzlich gehen die Lichter an und vor dir steht diese Straße zu deinem Geldautomat und du spürst, wie du zu diesem Geldautomat hingehst und du stehst vor dem Geldautomat und du spürst ganz klar, wie du einfach anfängst dort deine Karte einzuschieben, dann drückst du auf Kontostand und dann siehst du deinen Kontostand, ich sage einfach jetzt mal 100.000 Euro oder
105, 1000 Euro, 20. Und du siehst diesen Konstand und dann sagst du weitere Service, Geld abheben. Du drückst auf Geld abheben und du gibst einfach 1000 Euro ein. Und du spürst genau, diese 1000 Euro kommen raus, du holst dein Geld, du holst deine Karte, du machst ein wunderbares Portemonnaie auf und du steckst diese 1000 Euro dort rein und es ist normal, dass du 1000 Euro im Portemonnaie hast. Diese 1000 Euro, die Handtasche auf, du stellst dir deine wunderschöne Handtasche vor, die du dir schon immer gewünscht hast mit diesem wunderschönen Wunschportemonnaie, du steckst es dort ein und du bist diese Frau oder dieser Mann, der dort war, an diesem Geldautomat. Und da ist dein Fokus, diese Persönlichkeit bist du, dieses Bild ist für dich. Das bist du. Du hast immer 1000 Euro im Portemonnaie. Und wenn du weißt, wie es ist, wenn du 1000 Euro abhebst und deinen Kontoanstand mit 10.000, 100.000 Euro siehst, nimm 100.000 Euro, du musst nicht klein spielen. Und du bist dort in dieser Realität. Das bist du. Und so ein Bild, das kannst du dir das Bild nehmen. Du kannst ein anderes Bild nehmen, aber du fühlst es, du warst jetzt an diesem Geldautomat. Du hast jetzt diese 1000 Euro in deiner Handtasche. Und da so läufst du durch die Welt. Das bist du. Und diese Realität dir immer wieder herzuholen, bis sie so realistisch ist, bis sie so klar für dich ist, bis es keinen Zweifel mehr dran gibt, dass du diese Person bist und dass es dich nicht mal mehr interessiert, ob die anderen diese Realität mit dir teilen können oder ob du alleine in dieser Realität lebst. Es ist dir egal, weil es fühlt sich so groß an, es fühlt sich so großartig an, es fühlt sich so frei an, es fühlt sich so liebevoll an, es fühlt sich so liebend, es fühlt sich einfach so warm und weich. Mir hat Christine vorher geschrieben, warm an und ich bin in unendlicher Fülle. Genau. Und dieses Gefühl bringst du in Zusammenhang mit irgendwelchen Situationen. Das können ganz kleine, klitzekleine Situationen sein. Und das machst du unaufhörlich. So, jetzt hast du gesehen, wie das gehen kann in Bezug auf Geld. Es gibt noch so viele mehr Tools, die du lernen darfst und die du quasi automatisch für dich integrieren darfst. Es geht mir nicht darum, dass du, oh, was habe ich da jetzt für ein Tool gelernt, jetzt muss ich das mal anfangen, sondern dass du das kapierst, um was es geht und mit was du dich in deiner neuen Realität und in deiner neuen Identität verankern kannst. Und da habe ich einen ganzen Sack von Möglichkeiten, den ich selber auch permanent die ganze Zeit anwende. Und ich muss da nicht drüber nachdenken. Das ist wie beim Autofahren, ja. Ich denke jetzt auch nicht dran, muss ich hochschalten, muss ich runterschalten, muss ich bremsen, sondern das ist ein Automatismus. Und genau in dem gleichen Automatismus wie beim Autofahren, wenn ich diese Tools an, wenn ich das Konzept verstanden habe, um was es geht. Und wenn du das Konzept vom Autofahren und von der Technik, wie ein Auto funktioniert, so dermaßen verinnerlicht hast, dann fährst du einfach Auto und du denkst nicht drüber nach. Und genau das ist mein Ziel für Divine Creation, für das Mastermind, dass du immer tiefer und klarer in dieses Konzept reingehst und gar nicht mehr weißt, dass du irgendein Konzept verändert hast, sondern dass das neue Konzept für dich, diese neuen Denkweisen, diese neuen Vorstellungsweisen in deinem Leben genau so in dich implementiert werden, wie es deine alten Denkweisen waren. Und das geht und das ist möglich und das ist der einzige Weg. Und wenn du so einen Crashkurs machst, eben von Divine Creation, von diesem Mastermind, und dann nicht mehr aufhörst, weil ich dir die Möglichkeit gebe, weiterzufahren und weiterzufahren und mehr in diese neue Identität einzusteigen, wird sich deine Welt sowas von schnell verändern. Und es geht hauptsächlich darum, dass du das Neue für dich akzeptierst und das Alte deaktivierst. Das Alte, was dir immer wieder dazwischen gelabert hat, das Alte, was dir immer wieder gesagt hat, dass das Leben anders ist oder dass du anders bist oder dass die Menschen anders sind, dass diese alte Realität
mehr und mehr deaktiviert wird, weil die neue Realität für dich mehr und mehr aktiv wird. Und das ist nun mal etwas, wo die äußeren Umstände, die äußeren Situationen dich nicht abhalten und beeindrucken dürfen. Wo du einfach wissen musst, ich bin im kreativen Modus, den alten Scheiß, den ich früher da draußen kreiert habe, das alte Bankkonto, das ich früher kreiert habe, interessiert mich nicht mehr. Da muss ich nicht mehr aktiv hinschauen und mich aktiv damit beschäftigen. Es ist einfach entscheidend, dass ich aktiv immer tiefer und tiefer in dieser neuen Realität lebe und vor allem diese neue Identität für mich akzeptiere. Und das kann ich nur, wenn ich nicht mehr aufs Außen reagiere. Also es gibt so viele Teachings, ihr seht, ich könnte eigentlich weitermachen. Ich kann dich abholen in deiner eigenen Situation. Ich kann dir helfen, aus deiner eigenen Situation diese loszulassen. Und es geht immer darum, wie kriegst du deinen Kopf dazu, sich nicht in dem Unerwünschten festzubeißen vor lauter Angst. Ja? Wie kriegst du deinen Kopf dazu, loszulassen und zu wissen, dass wenn du losgelassen hast, dass du in eine wunderschöne neue Realität reinspringst, reinfliegst. Aber wenn du die alte Realität immer noch festhaltest, wie dein Rettungsanker, und es nicht loslassen kannst, was du mal warst, was du mal gedacht hast, was mal passiert ist, wer dich mal wie verletzt hat, welche Leidensgeschichte du hast, welche schlimmen Erlebnisse du hast. Wenn du diese Realitäten nicht bereit bist, loszulassen und sie als das zu sehen, was sie sind, alte Kreationen, die du nicht bewusst erschaffen hast. Und jetzt gehst du in dein neues Leben, in deine neue Zukunft. Und dieses Jetzt, weißt du, wann dieses Jetzt ist? Dieses Jetzt ist genau dann, wenn du entscheidest, dass jetzt ist. Und wenn du entscheidest, du springst jetzt in die Mastermind of Divine Creation oder du möchtest sogar Master of Divine Creation werden, dann ist jetzt der Moment, wo du sagst, ich verändere mein Leben und ich lasse mir helfen. Für mich ist es ein No-Brainer. Für mich ist es ganz klar, dass du es nur machen kannst, wenn du wirklich was verändern willst. Für mich ist es nur ganz klar, wenn du wirklich irgendwo im Hinterkopf oder irgendwo in deinem Herzen spürst, ja, das stimmt, was da gesagt wird. Ich habe es schon so oft gehört von so vielen verschiedenen Richtungen, dass man sich kreieren kann, was man möchte, dass man seine Identität verändern kann. Ich weiß es von Dr. Joe Dispenza, ich weiß es von Abraham Hicks, ich weiß es von Neville Goddard, ich weiß es von Dane Here. Ich weiß es von, was sind denn noch so die Bringer? Ah ja, genau. Ich weiß es von Greg Braden. Ich weiß es von, was auch immer, Marissa Pierce. Alle sagen es irgendwie. Aber ich muss es jetzt machen. Ich muss es umsetzen. Ich muss es leben. Ich kann nicht nur mehr Input konsumieren. Ich weiß, ich muss es machen. Du musst es so machen, wie ich es dir gesagt habe. Du musst es immer machen, du musst es immer sein. Und du musst drauf bestehen, du musst drauf bestehen, du musst drauf bestehen. Und wenn irgendetwas wieder kommt, was dagegen spricht, was dagegen steht, was dir zeigt, es geht nicht, dann musst du Tools haben, um diese Dinge abzulösen, um diese Dinge hinter dir zu lassen. Und ein Tool ist eben Divine Healing, das dich wirklich bevollmächtigt, einfach zu sagen, ich bin der Schöpfer, ich sage, wie es ist, ich sage, wie es sich anfühlt, ich sage, was die Wahrheit ist. Und da reinzuwachsen, das ist die Aufgabe. Und immer tiefer und tiefer dort reinzuwachsen und einfach dir jetzt endlich zu sein. Und ob du nachher teachen willst und ob du anderen ein aktives Vorbild sein willst, weil du darüber sprichst oder weil du nur ein Vorbild bist, weil du es vorlebst. In jedem Fall bist du ein Vorbild und du veränderst die Welt. Durch dein Sein verändert sich alles, weil, erinnere dich dran, du bist alles, was du kreierst. Und wenn du gelernt hast, Liebe, Fülle, Begeisterung, für dich zu kreieren, kreierst du es für alle.
Und es kommt dieses wahnsinnige Teaching noch dazu von Neville Goddard, was einfach die Wahrheit ist. Everyone is you pushed out. Du erschaffst dir jede Person selber aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Perspektive, aus deiner Überzeugung, wie diese Person ist, erschaffst du die Version dieser Person. Du machst das. In jeder Person lebt jede Version, die du dir nur vorstellen kannst. Und du entscheidest, ob du den kleinen Sünder, den Betrüger und den Lügner aktivierst oder ob du den fantastischen Kunden, fantastischen Liebhaber, Liebhaberin oder was auch immer, was du in deinem Außen aktivierst. Du bist so kraftvoll, dass es keinen Menschen in deiner Realität gibt, der außerhalb von dir, außerhalb von dem, was du dir vorstellen kannst, irgendetwas denkt, irgendetwas fühlt oder irgendetwas macht. Also, du kreierst nicht nur dich, sondern du kreierst alles, was in deiner Realität existent ist. Und dahin zu kommen, in diese göttliche Power, und ich sage es immer wieder, göttliche Power, weil eine göttliche Power missbraucht diese Power nicht, sondern kreiert aus dem Herzen und aus der Liebe heraus. Wenn du dahin kommst, dann bist du absolut frei. Bist du absolut geliebt. Bist du absolut zum richtigen Zeit am richtigen Platz und du bist absolut wichtig. Und dann hast du deine Berufung gefunden. Und dann stehst du jeden Morgen auf und weißt, warum du hier bist. Und das Geld und viele Möglichkeiten, die dir Geld erschaffen, eine logische Konsequenz ist. Weil es zu dir gehört, wie deine Haare oder wie deine Fingernägel. Es ist in dir, es ist mit dir, es ist ein Teil von dir, es ist eine Selbstverständlichkeit deines Seinszustandes. Und das möchte ich dir helfen, für dich zu kreieren. Und wenn du das für dich kreiert hast, wenn du diesen Mindset etabliert hast, dann bist du der großartigste Coach für dich selber. Ich sage nicht, dass du dir nicht noch Leute holen kannst, die dich dabei unterstützen, noch klarer, noch reiner, noch tiefer in diese Wahrheit einzutreten. Das ist immer großartig und das ist immer schön in der Zusammenarbeit. Deswegen arbeiten wir auch zusammen mit anderen. Deswegen bleiben wir auch zusammen, wenn wir zusammenbleiben wollen. Deswegen werden wir auch dieser Pool von Master of Divine Creation Coaches oder Unterstützern, wie du es nennen möchtest, weil es ein Lifestyle ist, weil es ein Divine Creation Lifestyle ist, weil du eine Divine Creation Identity bist, weil du ein göttliches Wesen bist und weil du dir jetzt erlauben darfst, so in diesem Lebensgefühl durchs Leben zu gehen und einfach nur aus dem Vollen zu kreieren, aus dem Vollen zu schöpfen, sagt man ja so schön im Volksmund, ja. Aus dem Vollen schöpfst du, wenn du weißt, dass du der volle Schöpfer bist. Und wie das funktioniert und was das für dich heißt. Ja, Entschuldigung wegen dem Livestream für die, ich tue es nachher auf YouTube hochladen. Hat irgendwie nicht geklappt, die Technik. Ich habe gedacht, ich mache das ganz toll, dass alle live dabei sein können. Schön, dass ihr hier wart auf Facebook. Wenn ihr noch Fragen habt, damit ich es jetzt nicht zu lange mache, bitte nutzt die Möglichkeit, auch auf YouTube. Ihr könnt in den Kommentaren mir Fragen stellen. Ich gehe dorthin, ich schaue. Ich werde diese Fragen entweder gleich beantworten, schriftlich, oder ich werde sie morgen in dem Teaching beantworten. Wir haben nochmal ein Teaching. Und denkt dran, ihr könnt euch diese Woche noch anmelden für Master of Divine Creation oder für das Mastermind, Divine Creation Mastermind. Ich würde es mir nicht entgehen lassen. Es ist für mich im Moment eine Herzensangelegenheit und deswegen ist es ein Preis, der sich jeder möglich machen kann. Ich kann dir auch helfen, wenn du möchtest. Ich mache Ratenzahlungen nicht gerne, überhaupt nicht gerne. Aber wenn du denkst, es ist der einzige Weg, dass du über Raten da reinkommen kannst, dann nimm Kontakt mit mir auf.
Und ich habe auch extra keinen Ratenzahlungsplan mehr gemacht, weil ich will, dass du mit mir redest, weil ich will, dass ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass du dabei bist. Es geht mir nicht um dein Geld. Es geht mir darum, dass du für dich dein Geld investierst und zwar genau für dich gehst. Und das ist das Minimum Investment, wo ich weiß, dass dann etwas passieren kann für dich. Etwas Großartiges passieren kann für dich. Und das ist mir wichtig. Darum geht es mir. Und du spürst es oder du spürst es nicht. Wenn du es spürst, nimm Kontakt mit mir auf, wenn du Fragen hast. Und wir starten nächsten Mittwoch am 20. Januar. Mit dem ersten Training um 20 Uhr. Es wird alles aufgezeichnet. Du kannst es nachschauen, du kannst es immer wieder nacharbeiten, die Teachings. Und wir werden einen zusätzlichen Treffpunkt online haben am Sonntag, wo es nicht um Teaching geht, sondern wo es um Umsetzung geht, um Fragen geht, um deine eigenen Themen zu beantworten, um deinen eigenen Mindset zu fixen, um dich zu unterstützen, um deine Blockaden nenne ich es nicht gerne, aber um deine Vorstellungen und Überzeugungen rauszufinden und zu verändern, die dich eben noch in deiner alten Realität und in deinem alten Ich zu halten. 2 Termine die Woche, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst, damit du nicht wieder zurückfällst, damit du nicht wieder lebst wie in deiner alten Realität, sondern dass du dran bleibst, dass du da bleibst und dass du so lange durchgehst durch diesen ganzen Horror, Terror, der noch aktiv ist in deinem Kopf, bis er nicht mehr aktiv ist und bis diese neuen Sachen aktiv sind. Und diese Transitphase, die ist halt harzig, die braucht Wille, die braucht dranbleiben, die braucht immer wieder arbeiten und sich dran zu halten. Aber wenn du einmal durch diesen Transit, durch diesen Tunnel durch bist, dann ist da Licht. Dr. Joe Dispenza nennt es, auf die andere Seite des Flusses gekommen bist. Ich möchte, dass es schnell geht für dich. Ich möchte, dass du schnell diese alte Scheiße ablegst. Ich möchte, dass du jetzt startest, Anfang des Jahres, und ich möchte, dass du nicht noch mehr Zeit verlierst, weil es ist nicht nötig. Wenn du eine richtige Anweisung, eine richtige Begleitung hast, dann musst du nicht mehr suchen, dann musst du einfach nur noch machen. Und jeder, der den Weg begangen ist und der am Ende des Tunnels rausgegangen ist, der hat letztendlich die Ärmel hochgenommen, hat entschieden, dass ihn nichts und nichts mehr davon abbringen kann. Und ist gegangen und hat umgesetzt, hat umgesetzt, hat umgesetzt und immer wieder nonstop getan, getan, getan. Ja? Und mit tun meine ich wirklich hier oben arbeiten, bis dir die Birne platzt. Hier oben Input reinzusetzen, die Wahrheit reinzusetzen über dich selber, bis sie in Bildern in dir erscheint, bis sie in Gefühlen in dir erscheint. Und zwar so lange, bis es in deiner äußeren Realität unwiderruflich dokumentiert ist, dass das, was du hier entschieden hast, das, was du hier gesehen hast, das du hier gefühlt hast, dass das da draußen deine Realität ist. Nur so geht's. Nur so geht's. Und wenn du nicht umsetzt, wenn du nur konsumierst, wenn du nur zuhörst, wenn du nicht machst, verlierst du so, so viel Zeit. Spare diese Zeit. Investiere, entscheide, investiere und mache. Das wünsche ich mir für dich, dass ich hier dich inspirieren kann, dass ich dir ein Angebot liefern kann, das für dich, ich habe die Intention, dass du jetzt hier die Lichter auf hast, dass du weißt, wie du zu den Dingen kommst, unter anderem zu dem Geld, das du dir wünschst. Ich habe die Intention für dich, dass du es dir möglich machst, für dich zu gehen, in dich zu investieren, damit du weiterkommst und jetzt diese Wünsche immer mehr und mehr für dich umsetzt und ermöglicht und all das vergisst, wer du warst, als du diese Dinge nicht gelebt hast.
Diese Intention habe ich für dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und setze gleich um. Setze sofort um. Fang jetzt an mit Umsetzen. Also, alles Liebe. Tschüssi.